mitten im November und ich bin schon im Weihnachtsfieber. Das hat mit der SharePoint Community zu tun. Wir machen diesmal den SharePoint Advent. Haben wir vor ein paar Jahren schon mal gemacht. In diesem Jahr neu aufgelegt mit 24 Freiwilligen aus der Community, die für jeden Tag im Dezember einen Beitrag schreiben werden, den wir in unserem Blog sharepointadvent.de veröffentlichen werden. Worum geht's thematisch dort? Na klar, SharePoint, Office 365, Yammer, Cloud, die ganze bunte IT-Palette, mit der wir uns auch im Rest des Jahres beschäftigen. Was mich besonders freut, ist, dass viele von den Autoren vielleicht nicht so öffentlich bekannt sind, weil sie in ihrer Firma, in ihrem Job permanent mit SharePoint zu tun haben, aber nicht auf jeder Konferenz mit dabei sind. Und die haben auch ganz tolle Stories zu erzählen. Ich weiß das, ich habe nämlich schon die ein oder andere gelesen und kann euch sagen, es lohnt sich einfach mal, diese Beiträge auch anzuschauen. Mit im SharePoint Advent dabei sind auch über ein Dutzend von Partnern, die uns schon lange mit der Community begleiten, aber auch ein paar neue dabei, die interessante Lösungen haben. Auch das lohnt sich einfach mal im Dezember mit anzuschauen. Die helfen uns natürlich auch dabei, die ein oder andere Überraschung zu verlosen. Was es da gibt, sage ich noch nicht, denn es ist ja Weihnachten, da muss man ein bisschen auf Überraschungen oder mit Überraschungen leben. Aber kommt. Und als drittes, damit wir uns nicht nur mit der IT im Dezember beschäftigen, haben wir die Eingenuss in Alzenau, in Unterfranken, als Partner gewinnen können. Die Dagmar Herzog, die haben nämlich dort einen wunderschönen Laden mit lauter kulinarischen Köstlichkeiten. Und aus diesen Köstlichkeiten wird die Dagmar jeden Tag eine Köstlichkeit vorstellen. Wir werden dann noch so ein paar kleine Präsentkörbe draus basteln, die wir auch noch verlosen werden. Also es wird ganz, ganz toll werden, denn die haben ganz coole und vor allen Dingen leckere Sachen. Und außerdem backt die Dagmar auch gerne und das hat mich dann dazu veranlasst zu sagen, wir sammeln auch Rezepte. Also wenn ihr zum Beispiel ein ganz interessantes Weihnachtsrezept habt aus eurer Region, aus eurer Familie, ein traditionelles Rezept, was schon viele hundert Jahre existiert oder ähnliches, dann freuen wir uns, wenn ihr uns das Rezept schickt. Wir wollen nämlich Mitte Dezember ein OneNote-Buch mit diesen ganzen Rezepten zum Download zur Verfügung stellen, sodass man dann auch nochmal zum Ausklang des Jahres kulinarisch mit OneNote, aber ohne IT in die Feiertage gehen kann. So, das ist der SharePoint Advent 2014. Wie gesagt, sharepointadvent.de. Am 1.12. geht's los